Schaut euch mal diesen Schuh an. Ein ganz normaler Turnschuh, vielleicht erstmal, bis einem das Blut an der Sohle auffällt. Die Person, der dieser Schuh gehört, der klebt im wahrsten Sinne des Wortes Blut an den Füßen. Aber ist es sein eigenes oder das Blut von wem anders? Und wie kommt es überhaupt an seine Sohle? Irgendwie diese Überlegungen transportieren für mich genau das Gefühl, die Atmosphäre von Todesmarsch von Stephen King, aka Richard Bachman. Todesmarsch spielt in einer Dystopie, aber Stephen King bzw. Richard Bachman verschwendet kaum Zeit damit, diese irgendwie großartig zu erklären. Sie ist einfach da und wie genau sie entstanden ist bzw. wie genau sie ausschaut, erfahren wir nur sehr sporadisch und wenn dann auch sehr gewählt auf eine sehr subtile Weise. Im Vordergrund steht einfach nur der Todesmarsch, beziehungsweise im Original The Long Walk, bei dem jährlich am 1. Mai 100 Jugendliche um die Wette gehen. Wer unter die Mindestgeschwindigkeit von 4 Meilen pro Stunde fällt, was wohl ungefähr 6 km/h entspricht, der wird kaltblütig erschossen. Und der Marsch ist erst dann zu Ende, wenn nur noch ein Spieler übrig ist. Und so brutal wie das klingt, ist es auch. Erstaunlich eigentlich, dass keiner der Teilnehmer gezwungen wurde, daran teilzunehmen. Jeder hat sich freiwillig dafür gemeldet. Die Story ist ziemlich genial, gerade weil, wie gesagt, kein großes Worldbuilding dieser Dystopie betrieben wird. Alles, was wir erfahren, geschieht in Maßen und sehr subtil. Und ich finde, das ist ziemlich gut gemacht. Es ist ganz nach dem Motto dieses Show, don't tell. Das ist ein sehr wichtiger Grundsatz des Storytellings. Im Grunde gilt auch für Filme und so weiter, dass man nie damit irgendwie sich groß aufhalten soll, Dinge zu erklären oder so, sondern zeig einfach. Zeig Situationen, zeig Menschen, zeig Charaktere und durch die kannst du das dann im Grunde erklären. Und das ist hier irgendwie ziemlich gut gemacht, finde ich, weil diese Dystopie, die Regierung im Grunde, die da eine Rolle spielt, eben nur eine sehr kleine Rolle spielt und dementsprechend wird sich nicht groß damit aufgehalten, die zu erklären, sondern alles, was man wissen muss, erfährt man halt zwischendurch durch irgendwelche Gespräche, Erzählungen, wie bin ich zu diesem Marsch dazugekommen und so weiter und so weiter. Beim Plot ist mir jetzt nicht irgendwie aufgefallen, dass der besonders unvorhersehbar ist oder so. Was mich viel mehr bei der Stange gehalten hat, waren die Gespräche der Jungen, die Interaktion und auch das Sozialgefüge, das sich quasi direkt bildet und auch immer mal wieder verändert hat. Das muss man ja, das ist ja schon ein Thema für sich im Grunde. Nimm einen Haufen von Leute, tu die für 5 Minuten in einen Raum oder auf eine Straße, wo sie dann gemeinsam laufen und du wirst schon nach wenigen Minuten feststellen, dass sich kleine Untergrüppchen bilden. Es gibt Rollenverteilungen. Einer ist wieder lustiger, einer ist der Außenseiter, einer ist der Anführer, einer ist der Arsch. Und so geschieht das auch hier sofort. Und das finde ich, wirkt auch sehr, sehr authentisch. Die Charaktere haben alle so ihre Rollen, es bilden sich die Gruppen und das macht Spaß zu lesen. Kurze Unterbrechung. Ich war in diesem Buch wirklich sehr beeindruckt davon, wie lange diese Leute da wirklich gehen können. Ich meine, klar, man kann mal in den Tag so wandern gehen, das kennt man ja, aber man macht ja Pausen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, einfach loszugehen und keine einzige Pause mal zu machen, die Beine sind wirklich nonstop in Bewegung, da frage ich mich, wie lange ist das möglich? Wie lange würde ich das durchhalten? Ich hab nicht mit viel gerechnet, aber ich habe es ausprobiert. Und wenn euch das interessiert, dann klickt doch mal hier oben auf das i. Da habe ich den kleinen Vlog verlinkt, wo ich das mal ausprobiert habe. Seid gespannt, schaut mal nach, wie lange ich es ausgehalten habe. Und dann geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß. Interessant finde ich auch den Punkt, dass es nicht darum geht, dass irgendwie alle mit Gewalt dazu gezwungen oder irgendwie ausgelost wurden, an diesen grausamen Spielen teilzunehmen, sondern es geht vielmehr darum, warum sie sich um Himmels Willen freiwillig für dieses hirnrissige Himmelfahrtskommando gemeldet haben. Es geht um die Figuren, die zwar irgendwie die ganzen 380 Seiten lang nur laufen, aber gleichzeitig so viel über sich selbst preisgeben, gemeinsam philosophieren und über sich hinauswachsen. Es geht um sehr viel Brutalität, also es gibt wirklich, wirklich viele brutale Stellen, die bestimmt nichts für schwache Nerven sind, einfach weil sie so unglaublich kaltblütig sind. Und es geht darum, wie genau diese Kaltblütigkeit, Brutalität auf den Menschen wirken kann und ob man irgendwann vielleicht so abgestumpft ist, dass man gar keine Empathie mehr empfinden kann. Es geht um Wünsche, Träume und Antrieb. Was treibt einen im Leben an? Was treibt einen bei so einem Todesmarsch vielleicht an? Und das wirklich at its best. Und Todesmarsch ist auch, anders als man es vielleicht von einem Buch erwarten würde, bei dem
ein paar Jugendliche nur laufen, zu keinem Zeitpunkt langweilig. Alles ist wirklich sehr kurz und knapp und auf den Punkt gehalten, so wie ich es wirklich bei Stephen King ehrlicherweise noch nie erlebt habe. Und schlussendlich hat Todesmarsch auch einfach ein Ende, das wirklich, wirklich on point ist. Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, wie denn eine so düstere, grausame, hoffnungslose Dystopie enden soll. Und das, was dann tatsächlich passiert ist, lässt so viel Interpretationsspielraum übrig, aber zeigt auch auf eine wirklich geniale Weise, was diese krassen Spiele mit einem als Menschen machen können. Und ich saß dann einfach nur da und war platt, hatte Gänsehaut, weil das, was ich da gerade und die gesamten letzten 5 Tage über gelesen habe, wirklich gesessen hat. Ja, Leute, die Empfehlung für Todesmarsch geht definitiv raus. Das ist der erste Bachmann, den ich je gelesen habe. Und es ist, glaube ich, auch wirklich der kürzeste King, den ich je gelesen habe, abgesehen vielleicht von Carrie. Es hat wirklich nur 380 Seiten und ich finde das mal wirklich erfrischend zu sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Bachmann liegt oder nicht. Es ist wirklich dieses kurze, knappe, was mir wirklich gefallen hat. Aber trotzdem lässt es eben viel, viel Raum für Philosophie und Gesellschaftskritik und Coming of Age. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Das ist definitiv eins von den besten Büchern von Stephen King, die ich jemals gelesen habe. Vielleicht schaue ich mal in die anderen Bachmann-Bücher noch rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß beim Lesen und hier habt ihr jetzt noch ein anderes Video von mir und eine andere Playlist mit anderen Buchvorstellungen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.